So, weiter geht's. Genau, wir wollten diese hier zu Laternen machen, damit wir... Da ist ein dummer Creeper. Okay. Oh, okay, der ist, haben wir noch gar nicht. So, ja, den Creeper müssen wir da ja jetzt wieder irgendwie weglocken, damit wir nicht. Oh, ja, ist von alleine despawned. Das ist natürlich auch gut. Ich meine, das sieht schon schick aus, ne? Jetzt sieht aus wie ein richtiges Haus jetzt. Okay. So, dann gucken wir mal, wie wir das machen. Sollte einigermaßen symmetrisch sein jetzt, nicht? Und hier oben das gleiche. Obwohl hier oben können wir eigentlich die so reinsetzen. Und vielleicht hier an den Seiten noch. Ach so, warte mal. Oh, ich habe nur noch einen übrig. Haha, toll. Toll, toll. Gefällt mir, das sieht gar nicht schlecht aus. Hier fehlt auch nicht mehr so viel. Hier oben muss dann auch noch was rauf. Da oben im Berg ist Diorit drin. Da könnten wir hin und das eben abbauen. Ich glaube, allzu viel brauchen wir auch gar nicht mehr. Insofern. Und schon wieder Tinte. Ich mag das Haus. Das sieht gut aus. Okay. Hier. Okay. So. Das ist alles? Das kann doch nicht sein. Das reicht nicht. Okay. Ah, schau an, da ist noch mehr. Gut. Ja, 19 reicht aber auch nicht.
keine Ahnung, wo noch mehr Diorit ist. Werden wir wohl hier ein bisschen suchen müssen. Hier unten zum Beispiel, siehst du mal. So, ein 64er Stack und ein paar zerquetschte, das sollte eigentlich reichen. Ich glaube, mehr als 30 brauchen wir bestimmt nicht oben, um das Dach zu decken. Und dann brauchen wir weitere, ich glaube, 10 oder so, um den Giebel dann auch noch ein bisschen zu verschönern. Also, das kriegen wir hiermit wohl hin. Oh, warte, ich muss ja erstmal hier unten. Machen wir erstmal 20. Und 20 hiervon, das sollte erstmal reichen. So. Okay, reicht nicht ganz. Eins und eins, zwei, drei, vier, also fünf brauchen wir noch. Okay. Okay, also 5 und von denen hier noch 2 oder so. So, schauen wir mal. So, sehr schön. Und hier so, machen wir das mal alles in einem Guss. So, zack. Zack.
So, Haus, soweit, fertig. Ist das nicht super? Gut, dann können wir hier mal wieder... Holz war hier. So, die tun wir erstmal hier rein. Denn in nicht allzu langer Zeit wollen wir dann auch unsere automatische Kürbisfarm bauen. Und das brauchen wir dazu. So. Jetzt können wir mal wieder ein bisschen ernten hier. Immer so viel Saatgut bei dem wenig Weizen, was man hier kriegt. So, Zuckerrohr ist auch fertig. Können wir da auch langsam mal ein bisschen ernten, was? Da könnten wir eigentlich auch mal automatische Farm bauen. So, dann schauen wir mal, was wir auf dieser Seite finden hier. Vielleicht sollten wir die Karte mitnehmen. Das wäre vielleicht eine gute Idee. Obwohl ich glaube, auf dem Ende hört die Karte sowieso auf, weil das ist nach Norden. Ne? So, schauen wir mal. Okay, was wir machen können, ist in diese Richtung ein bisschen erkunden. Mal gucken, was wir finden. Was wir noch finden müssen, ist ein Urwald, damit wir Kakao haben und Melonen. Das sieht irgendwie nicht nach einem Urwald hier aus. Und worum wir uns auch noch kümmern müssen, ist, wir haben zwar schon ein Weizenfeld, aber ein Kartoffel- und ein Karottenfeld.
könnten wir auch haben jetzt, weil wir die das dafür notwendige Saatgut gefunden haben in dem Dorf. Und darum können wir uns dann auch noch kümmern. Was ist das da? Das ist merkwürdig. Also normalerweise in diesen Eisbiomen ist halt nur Eis auf Wasser, aber da ist Erde. Das kommt mir seltsam vor, also gucke ich da mal hin. Oh, das ist keine Erde, das ist noch ein Schiff. Coole Sache. Ja, da müssen wir jetzt. Das Eis kaputt hauen, damit wir hier rankommen an. An die Kiste. Sehr gut, Emeralds und Gold. Okay. Okay, also da geht's nicht weiter. Ich muss hier irgendwie runter, ne? Noch mehr Moosblöcke. Okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt alle Kisten hier waren, muss man vielleicht noch mal bei einer anderen Gelegenheit sich genauer angucken hier alles. Aber das ist schon gar nicht schlecht. Haben wir wieder ein bisschen was an Schätzen gefunden. Okay, ja, dann wollen wir schauen, ob wir nicht schnell übernachten können, bevor wir weiter erkunden. Ah, schau an, da ist noch eine Kuh. No. No. No.
ist leider der einzige Weg, an Rahmen zu kommen, indem man Kühe kaputt haut. Breaking, okay, auf Leder. Himmel, Herrgott. Okay. Haben wieder Monster in der Nähe. Also vielleicht hilft das, wenn wir weiter nach oben gehen mit dem Bett. Das letzte Mal ja auch geholfen. Ja, es hilft. Aha. Supi. So, sehr schön. So. Ach, sehr gut. Okay, und jetzt können wir nämlich Fackeln machen und Laternen. Ich dachte, wir könnten mehr Laternen machen, aber scheinbar nicht. Okay. So, haben wir hier wieder Fleisch. So, hier wieder Naturalien. Ja.
So, Papier, wo können wir das denn tun? So. Laternen tue ich auf dem Balkon, das sieht am besten aus. Und zwar, ach verdammt. Nein, hier oben, so rum wollte ich das. Super, jetzt fällt der auch noch runter. Ah. So. Würde ich sagen, jetzt haben wir aber schon so viel von dem Tag verplempert, dass wir heute nicht mehr unsere große Expeditionstour machen, sondern die machen wir dann beim nächsten Mal. Wenn dann der nächste Tag anbricht. Hier ist immer noch unglaublich viel Zombie-Gestöhn. Wo sind die? Hier sind die nicht. Wo sind die denn dann? Was wir nochmal machen können heute, ist noch ein bisschen mehr Holz abbauen hier. Jede Menge Holz verbraucht. Axt ist kaputt. Naja, dann würde ich sagen, das ist ein guter Zeitpunkt, um einmal kurz einen Schnitt zu machen hier und zu sagen, bis zum nächsten Mal, und so. Bis dann und auf Wiedersehen und tschüss. Ja, und like das Video und bla.